Hallo Leute, es ist etwas ganz Schlimmes passiert. Und zwar, ich hatte gestern ein, also ich nehme ja mit OBS auf, und ich hatte gestern ein kleines OBS-Update. Und dieses OBS-Update hat mir irgendwie die Einstellung verhunzt, so dass die Aufnahme nicht funktioniert. Funktionierte. Sagen wir mal so. Und ich habe natürlich über meine geile Tastenkombination die Aufnahme gestartet. Aber die Aufnahme hat einfach nicht gestartet. Also wirklich gestartet. Darum fehlt eine Folge. Aber das soll natürlich doch nicht so ganz so schlimm sein. Ich zeige euch einfach mal ganz schnell, was ich hier gemacht habe. Wenn ihr euch erinnern könnt, wir hatten ja hier schon mal diesen kleinen Steg gebaut, diese kleine Unterkonstruktion, also ich sag jetzt mal Foundation dazu. Ja, die habe ich gestern noch zugeknüppelt. Es waren ein paar Zombies da, aber nichts Wildes. Dann... Zack, hier wieder hoch. Habe ich hier natürlich soweit eine kleine Werkstatt eingerichtet. Ja, hier den Chemie... Wie heißt das Ding eigentlich? Ja, die Chemistry Station hatten wir ja noch gehabt. Die habe ich hier reingestellt. Die Werkbank, eine kleine Kiste. Ja, mit so kleinen Zeugs. Und was ich eigentlich richtig geil fand, das habe ich auch vorher gar nicht gewusst, dass es funktioniert. Wir haben ja hier diese Sailing, ne? Mit links und rechts haben wir dann dieses Geländer. Und man kann das die Sailing mit dem Geländer links und rechts auch hier an die Wand machen. Das wusste ich nicht. Dann habe ich natürlich jetzt direkt hier nochmal eine Sailing gemacht. Der Vorteil bei dieser Sailing ist einfach, man kann zwar nicht durch den Boden schießen, aber man kann hier durchschießen. Ja, durch die Dings. Jo. Was ich dann noch gemacht habe, das war halt Holz gesammelt, das mittlerweile wieder weg ist. Klar, weil ich habe ja alles aus Holz gebaut. Und ich habe parallel hier dann nochmal ein paar Stickies bauen lassen. Ja. Die werden wir auf jeden Fall weiter nutzen. Und wir werden auch weiter Holz hacken, damit wir nämlich die Foundation von unten her gesehen besser geschützt bekommen. Also sobald Tag ist, werden wir dann halt ein bisschen in Holzfällen gehen. Ja. Ich hatte doch noch so ein paar. Ne, die habe ich schon weggepflanzt. Ja. Und bei der letzten, also bei der nicht funktionierenden Folge, habe ich ja auch schon ein bisschen Holz farmen müssen. Bleibt halt nicht aus. Ja. Und habe dann halt dementsprechend. Die Bäume wieder neue Bäume gepflanzt. So, mal gerade gucken, wie das Baum hier aussieht. 60 Fuß, also ich könnte noch ein bisschen was essen. Jawohl. Na, okay. Ah, hier Eat. Dann sind wir hier auch wieder gut und auf der sicheren Seite. Es gab früher mal mehr. Ich meine, das waren 20 oder so. Gut. Machen wir uns noch schön. Ham and Eggs. Und können wir komplett hier reinmachen. Das braucht er mit. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir trotzdem immer noch ein Problem. Wir
sind immer noch nicht so weit, dass wir ins... Ich schon beinahe gesagt, Müllbiom. Dass wir in die Stadt gehen können. Das ärgert mich irgendwo, aber es ist leider so, damit muss man leben. Es geht leider nicht anders, im Moment zumindest. Ja, jetzt sollen wir erstmal fein Holz. Fein Holz, um ein paar Sticks zu bauen. Also Spikes. Ich kann mich noch so dran erinnern, so die ersten. In den ersten Versionen, da musste man erst Sticks machen. Und mit diesen Sticks konnte man diese Spikes machen. Das ist auch schon urig lange her. Und ich weiß sowieso nicht warum, aber ich feiere dieses Spiel hier. Weil es wirklich extrem Open World ist und da bin ich auch ganz ehrlich, da ist mir die Grafik nicht allzu wichtig. Ja, muss ich mir vorstellen, man kann alles abbauen hier. Ja, man könnte praktisch die ganze Map auf null runterbauen. Ja. Das ist gigantisch. Also ja, also ich finde das schon faszinierend, was die hier auf die Kette gekriegt haben. Und ja, ich feiere das einfach. Das ist schön. Wahrscheinlich sieht man es auch an meinen Stunden. Was ich mindestens mal 1700 Stunden oder so habe, verbringe ich schon hier in dem Spiel. Das ist einfach geil. Ich finde es total abgefahren. So, Holz 2300, da holen wir noch ein bisschen was. 21 Sticks. Ja, die sind, teuer geworden, die waren früher ultra billig. Ja, es ist echt mistig. Echt mistig, dass wir noch nicht wirklich in die Stadt gehen können. Ich habe ja auch noch nicht mal irgendwie eine Armbrust, die ich bauen kann. Okay. Bisschen Stein mit holen. Wir haben noch gar keinen. Wir müssen noch einen Forge bauen. Stehen sie auch schon wieder, werden so langsam angelockt hier. Okay, gehen wir wieder zurück.
Ja, also ich baue sehr häufig halt eben so eine Foundation. Ja, ich baue halt gerne so eine Foundation, weil man ist da relativ sicher, auch vor großen Horden. Sehen. Wir brauchen ein Rohr, zwei Rohre. Leder soll es nicht hapern, aber wir haben noch 130 Stil, das ist auch gut. Aber trotzdem brauchen wir eine Forge. Oder ist das hier ein Forge-Haus? Ich weiß gar nicht. Nee, ist kein Forge-Haus. Doch. Es ist ein Forge-Haus. Aber die werden mir die Forge hier kaputt hauen. Das steht schon mal fest. Das nächste holen wir uns jetzt. Ich da. Okay. Dann auf zum Hotel. Da gibt es genug Toiletten. USB spinnt wieder mal. In dem Toolladen waren wir doch drin, oder? Klar waren wir in dem Toolladen. Nee, das ist Greg and Hook. Nee, Pillen. Pillen. Shit. Doch, getroffen. Ja gut, hier hat sich jetzt auch noch was angesammelt. So einfach geht das. Aber vielleicht doch.
noch irgendwas da drin übersehen? Ich muss ja immer rein. Manchmal ist es auch so, dann renne ich hier durch, die das hätte ich nicht gebraucht. Metal Door, sehr gut. Scrap. Iron. Ach, Scrap. Scrabity Scrap. Oh, und aufmachen. Das dauert so lange, immer den Safe aufzumachen, das ist dann nur schon drin. Aber man ist ja so lootgeil und ja, macht es dann natürlich wieder auf. Ne? Alles Mist. Alles Zeug, was wir nicht gebrauchen können. Und noch ein Mitteldor. Sehr schön. Den Hammer nehmen wir mal mit. Weil damit kann man, glaube ich, gut Saves knacken. Ich bin mir nicht sicher, aber. Scrabbity Scrap. Machen wir noch nicht. Jawohl. Kann man da drin. Water. So. Jetzt haben wir soweit, dass wir eigentlich Material haben für unsere Forge. Upsala. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Gehen wir noch nicht.
Sie ran, kommen Sie näher. Ich will das haben. Egal. Mann, muss ich mich aufhalten wieder mit so einem Mist. Ich will dabei einfach nur mal ganz drauf und zu gucken, ob ich da noch ein Stuff habe. Was ist ein Bicker hier? Das Fleisch. Ne, Fleisch verlassen hat alles hier. Wir haben noch eine zweite Basis direkt in der Nähe. Niveau. Aber das holen wir noch mit. Es gibt Metall. Sehr gut. Jo, und dann wieder runter. Falsche Richtung. Der Ausgang. Lalalalalala. So weit ist das gar nicht, ne? Das ist echt nicht schlecht. So, wo man dann hier so ein bisschen Dings mitholen kann und so. Ganz gut. Oh, mein Kater. Mein kleiner Kater ist auch knatschen. Der braucht wieder seine Streicheleinheiten. Aber dann muss er kurz warten, bis ich zu Hause bin. Na, jetzt ist er weg. Okay. Die. Yeah.
So, Dudeli. Jo, dann haben wir soweit alles. Wir ruhen uns hier ein wenig aus und morgen bauen wir dann gemeinsam die Forge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ja, wir sehen uns morgen. Ciao!